Väter sind für ihre Kinder unentbehrlich, tragen ebenfalls viel zur Erziehung bei und können damit, genau wie Mütter, durch falsches Handeln schwerwiegende Folgen verursachen oder auch so gravierend für die Psyche des Kindes sein, dass man die dadurch entstandenen Probleme sein ganzes Leben lang mit sich herumschleppt, so wie es Avatar Aang bei seinen 3 Kindern tat. In diesem Video, Leute, schauen wir uns die traurige Wahrheit hinter der Familie des vermeintlich besten Avatars an, gehen auf die einzelnen Probleme ein und reden etwas über ihn, seine Kinder und die fatalen Folgen, die seine Erziehung mit sich brachte. Als das Prequel Die Legende von Korra angekündigt wurde, dürften sich viele gefreut haben, doch ein Großteil der Fans kam wahrscheinlich nur ein Gedanke in den Sinn, nämlich dass Aang gestorben sein muss, womit eine großartige Ära sein Ende fand. Zum Bedauern aller wurde darauf leider auch nie mehr eingegangen, geschweige denn sah man, wie und vor allem unter welchen Umständen er starb, weswegen wir bis heute nur wissen, dass er zwar für den Frieden auf der Welt verantwortlich war, jedoch auch zusammen mit Katara 3 Kinder bekam, worunter nach über 100 Jahren seines Alleinseins ein Luftbändiger mit dem Namen Tenzin dabei war, den er, wie ihr noch merken werdet, bevorzugt behandelt hat und so sein Erbe sogar ein Tagebuch vermachte, welches nur für ihn geschrieben wurde. Doch lasst uns zuerst auf seine Geschwister und dem wohl offensichtlichsten eingehen, bevor wir zu seinem Liebling kommen. Als erstgeborener Sohn, der zudem auch noch ein Nichtbändiger war, lastete vermutlich schon sein ganzes Leben ein enormer Druck auf ihn, was dann mit Sicherheit auch noch zur Folge hatte, dass Aang während seiner Kindheit oft genug versucht hat, Bumi zum Bändigen zu kriegen, beziehungsweise unter ständiger Meditation, Luftbändigerübungen und Aufgaben, die ihn bis zum Ende seiner Kräfte brachten, zu sehen, ob er wirklich kein Bändiger ist, was zu immer weniger Verständnis führte, für beide Seiten einfach nur frustrierend gewesen sein muss und zudem, wie bereits am Anfang erwähnt, schwerwiegende Folgen für sein restliches Leben hatte. Abgestempelt als hoffnungsloser Fall verfolgte Bumi das Gefühl der Schande dann sogar bis ins Rentneralter, was man am besten in der Szene mitverfolgen konnte, als er sich selbst die Schuld dafür gab, kein Bändiger zu sein und es ihm sogar leid tat, seinen Vater enttäuscht zu haben. Oder er nach dem Erhalt seiner Kräfte zu seinem Bruder meinte, dass er sich selbst nie als Teil der Luftnomaden sah, was er von Aang offensichtlich und oft genug zu spüren bekam. Mit dem Gefühl, dass sein Vater ihn nicht liebte und von ihm Unmögliches verlangte, entwickelte er sich schließlich zu einem Mann, der mit dem Kopf immer durch die Decke ging, durch seinen schon fast hyperaktiven Charakter allen beweisen wollte, dass er auch als Nichtbändiger den Bändigern im Nichts nachsteht und auf keinen Fall zu unterschätzen ist. Was seine Schwester später mit der Aussage, dass er sich seit ihren Kindheitstagen kaum verändert hätte, auch nochmal bestätigte, wie weitreichend die fehlende Bindung zu seinem Vater war. Grob ausgedrückt war Bumi nach der Geburt seines jüngeren Bruders also ein Klotz am Bein von Aang, weswegen es auch sinnlos gewesen wäre, ihn mit auf die Reisen zu den Lufttempeln zu nehmen. Trotz der Tatsache, dass er zur Hälfte zum Volke der Luftnomaden zählte, ihn mehr über sie zu lehren und dazu zu bringen, durch Meditation spiritueller zu werden, was im Endeffekt dazu führte, dass sein Vater später gar keine Zeit mehr für ihn und Kaya hatte, sondern nur noch mit Tenzin auf Reisen ging und so auch gezeigt und immer wieder angespielt wurde, wodurch die anderen beiden ein eher schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater hatten und es ihm selbst noch lange nach seinem Tod übel nahmen. Eigentlich kann man sagen, dass Bumi auf jeden Fall mit das schwerste Schicksal erlitten hat, denn als Luftbändiger den Agema haben wollte und Wasserbändigerin, die für Katara natürlich im Vordergrund stand, hatte der kleine Nichtbändiger keine wirkliche Bezugsperson mehr. Was uns auch schon zu Bumis Vergangenheit mit seinem Onkel Sokka bringt, der genau wie er damals das Gefühl hatte, nicht dazu zu gehören, sich vermutlich auch deswegen perfekt mit ihm identifizieren konnte und als großes Vorbild für Bumi agierte. Schon alleine der Fakt, dass die beiden die Faszination fürs Kämpfen teilten, er später der Armee beitrat oder wie einfach die charakterlichen Eigenschaften wie den Humor, der Art mit Problemen umzugehen und vor allem das strategische Können anschauen, zeugt nur davon, dass er die eigentliche Vaterfigur in seinem Leben war und auf ihn anstatt auf Aang hinaufsah. Dadurch vielleicht auch leichter akzeptieren konnte, sich immer mehr von seinen Eltern zu distanzieren, ihre Ablehnung ihm gegenüber jedoch immer noch mit sich trug und hinter seiner Art alles ins Lächerliche zu ziehen, verstecken, gar verdrängen oder immer noch nach der Aufmerksamkeit sucht, die er sich als Kind sehnlichst gewünscht hat. Eigentlich ist es echt traurig zu wissen, dass er nicht wirklich sauer war, sondern lediglich Anerkennung von seinem Vater haben wollte, was wir ebenfalls erfahren haben, als er zu seiner Statue sprach und einfach nur hoffte, dass Aang endlich stolz auf ihn sein könne. Machen wir weiter mit Kaya, dem zweitgeborenen Kind und ihrer Verarbeitung mit der fehlenden Vaterfigur. Anders als Bumi wurde sie väterlicherseits zwar auch vernachlässigt, hatte sich allerdings über die Jahre angeeignet, das Problem offen anzusprechen und darüber zu reden, dass sie trotz des langen Ablebens von Aang noch immer wütend auf ihn ist, wodurch sie zum Beispiel auch weniger Mitgefühl gegenüber Bumi zeigte und sogar damit aufzog, dass sie im Gegensatz zu seinen Geschwistern kein Bändiger sei. Wie man aber vor allem an ihren Charakterzügen und Temperament erkennen konnte, war
war ihre Mutter nicht nur Vorbild, sondern die Bezugsperson. Dadurch auch nicht mehr wirklich auf Aang angewiesen und machte genau wie Katara damals Zuko Tenzin, den sie immer wieder als Aangs Liebling beschrieb, zum Verantwortlichen dafür, dass sie nie Zeit mit einer ihrer Elternteile verbringen konnte, was eigentlich echt krasse Parallelen sind, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Aber auch schon früh ihre Heimat verließ, um sich auf eine Weltreise zu begeben, was vermutlich damit zu tun hatte, von den Gefühlen weniger geliebt zu werden abzulenken und unter diesem ständigen Frust weiterzuleben, wie wir es ja schon einmal bei Ty Lee mitbekamen und zudem dadurch perfekt gezeigt worden ist, dass nichts dem Zufall überlassen wurde und die Schöpfer selbst auf jedes noch so kleinste Detail achten und sogar auf scheinlos unwichtige Themen wie die Bindung zu den Eltern eingehen. Es waren aber auch die Szenen, die zeigten, dass Kaya zu ihrem größeren Bruder, mit dem sie logischerweise ihre gesamte Kindheit verbrachte, ein besseres Verhältnis als zu Tenzin hatte, oder sie tröstende Worte nach Bumis Entschuldigung für ihn fand und zudem meinte, dass ihr Vater stolz auf ihn sei, die bestätigten, wie weitreichend die Auswirkungen der fehlenden Bindung ihres Vaters waren. Das wohl aber schockierendste in Bezug auf ihre Familie dürfte die Ankunft des südlichen Lufttempels gewesen sein, der damit verbundenen Euphorie der Luftlehrlinge nach dem Erfahren, dass Aang noch weitere Kinder hatte, die allerdings mit der Aussage, dass sie keine Luftbändiger seien, auch schnell wieder nachließ. Sprich, Aang hat während seiner Durchreise mit Tenzin nie erwähnt, dass er noch weitere Kinder hatte und sie dadurch quasi ihm untergeordnet, was Kaya ihren jüngeren Bruder des Öfteren auch vorgeworfen hat und es immer nur darum ging, dass er bevorzugt behandelt werden würde. Im Laufe ihres Lebens hat sich Kaya also nicht mehr wirklich als die Tochter des Avatars gefühlt, trat stattdessen in die Fußstapfen ihrer Mutter und wurde dadurch zu einer talentierten Wasserbändigerin, was ihr zweimal dabei half, das Vermächtnis der Luftnomaden zu beschützen und sie mit ihrem Leben zu verteidigen. Außerdem nach der harmonischen Konvergenz ihrer Pflicht als halbe Luftnomade nachging, das einst ausgestorbene Volk wieder aufzubauen und sich bei Tenzin für die ganzen Vorwürfe sogar entschuldigte, was zeigte, dass sie gelernt hat, mit der in Anführungszeichen Ablehnung ihres Vaters zu leben und auch die positiven Seiten ihrer Kindheit einzusehen. Kommen wir aber nun endlich zum schwarzen Schaf unter den dreien, der nach der Meinung vieler die beste Kindheit hatte und nach Aang der erste Luftbändiger seit über 119 Jahren war, der das Licht der Welt erblickte, nämlich Tenzin. Obwohl Tenzin eine starke Bindung zu seinem Vater hatte und keine der vorherigen Punkte auf ihn zu treffen, muss man sagen, dass er genau wie die beiden anderen immer im Schatten von Aang stand und dazu noch die Last, eine komplette Nation wieder aufzubauen, ganz alleine auf seinen Schultern trug, da ihm das Vermächtnis von Aang sozusagen gezwungenermaßen in die Wiege gelegt wurde. Doch ich glaube, bevor wir weitermachen, zeige ich euch einfach mal zwei Ausschnitte aus dem Band Avatar Legacy. Genauer gesagt einem Tagebuch zu Tenzins 5. Geburtstag von seinem Vater mit vielen Erzählungen seiner Vergangenheit, den Abenteuern, die er zusammen mit seinen Freunden erlebt hat und das Wichtigste, persönliche und ausschließlich an ihn gerichtete Worte. Lieber Tenzin, während ich dieses Buch hier für dich schreibe, bist du gerade einmal 5 Jahre alt. Du bist zwar immer noch mein kleiner Junge, dennoch wirst du von Tag zu Tag größer, stärker und schlauer. Es wird die Zeit kommen, ich sag mal zwischen deinem 13. und 25. Lebensjahr, in der du zu beschäftigt sein wirst, mit deinen Freunden Zeit zu verbringen, zu lernen, zu trainieren oder dich anderweitig mit Mädchen zu beschäftigen, um auf deinen alten Herrn zu hören. Also lass mich dir einige Worte mit auf den Weg geben, solange deine Ohren und dein Herz noch offen sind. Durch harte Arbeit, Liebe und Freundschaften kannst du alles erreichen. Vielleicht sogar die Welt retten. Das Wichtigste, was du jedoch lernen musst, ist zu wissen, wer du bist, was du nicht kannst, solange du nicht verstehst, wo du herkommst. Ich denke, es ist an der Zeit, dir unsere Geschichte näher zu bringen, denn sie ist sehr wichtig, da wir beide ohne sie und die unglaubliche Reise, die ich zusammen mit deiner Mutter, deinem Onkel Sokka und unserer geschätzten Freundin Toph erlebt habe, nicht hier wären. Dieses Buch ist eine Ansammlung an Geschichten und Erinnerungsstücken aus dieser Zeit meines Lebens, welches wir ganz allein für dich erstellt haben. Und auch wenn wir nicht jedes einzelne Detail erwähnt haben, wirst du den Rest noch in der Schule lernen. Hier allerdings wirst du die wertvollsten Momente finden. Ich weiß, dass du in den nächsten Jahren das meiste noch nicht verstehen wirst, aber eine Sache ist von größter Wichtigkeit und je schneller du sie begreifst, desto besser ist es. Du bist der erste Luftbändiger seit mehr als 100 Jahren und eines Tages wirst du die neue Luftnation anführen. Momentan sieht es jedoch ganz danach aus, dass deine Mutter und ich dir keinen neuen Luftbändiger Bruder oder Schwester geben können, womit nur wir zwei bleiben. Jeder Avatar hat seit Anbeginn der Zeit seine individuelle Rolle, die Welt zu verändern, aber die Dinge, die ich während meiner Lebzeit als Avatar und vor allem während der Tage, an denen ich lernen musste, die 4 Elemente zu meistern, erlebt habe, haben Geschichten geschrieben, wie nie zuvor,
weswegen ich umso mehr hoffe, dass dir dieses Buch hier einen Einblick in mein Leben und auf die Welt, so wie du sie heute kennst, gewährt. Ich mag zwar der Avatar sein, aber kein Mensch lebt ewig und wenn meine Zeit vorbei ist, wird der Avatar-Geist weiterleben und in jemand anderen wiedergeboren werden. Es wird deine Aufgabe sein, den nächsten Avatar zu trainieren, deshalb möchte ich auch, dass du alles Mögliche darüber weißt, bevor du diese Verantwortung an dich nimmst. Hab Spaß mit dem Buch, mein Sohn, und sei dir stets im Klaren darüber, dass deine Mutter und ich immer stolz auf dich sein werden. In Liebe, dein Vater. Mein liebster Tenzin, dein Vater hat mich gebeten, einen Brief für dich zu schreiben, um ihm diesen Buch beizulegen. Ich hoffe, dass wenn du älter bist, du auf diesen Brief und den Rest des Buches zurückblickst und den Stolz deines Erbes verstehst, sowie ein besseres Verständnis dafür bekommst, wer du bist und wie du zu dem Mann wurdest, der du heute bist. Als ich deinen Vater das erste Mal traf, war er ein sorgloser Junge, der nur damit beschäftigt war, Spaß zu haben und auf dem Rücken eines Otterpinguins den Schneeberg runterzufahren, ihm mehr besorgt hat als die schwerwiegenden Probleme einer vom Krieg zerstörten und auseinandergerissenen Welt. Als er nach 100 Jahren aus dem Eisberg erwachte, gab er sich selbst die Schuld mit dem Grund, dass das Weglaufen seiner Verantwortung der Auslöser für das Leiden auf der Welt gewesen wäre, was er hätte verhindern können, wenn er sich seinem Schicksal gestellt hätte. Einer der größten Freuden meines Lebens, die ich natürlich auch erst mit der Zeit begriffen habe, war es dabei zuzusehen, wie aus dem verspielten und kindischen Jungen ein wundervoller, schlauer, starker und weiser Mann wurde, dem während unserer Reise immer klarer wurde, wer er war und sein Schicksal als Avatar akzeptierte, woraufhin ich mich letztendlich auch in ihn verliebte. Auch denke ich, dass ich mich in ihn verliebt habe, da er trotz seiner Verantwortung und den dazugewonnenen Weisheiten nie seinen Humor und die Liebe zu Spielen oder Witzen verloren hat. Im Gegenteil, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der ernst bleiben kann und gleichzeitig seine liebenswerten Albernheiten beibehält. Im Laufe seines Lebens trug dein Vater nicht nur die Last auf seinen Schultern, während der größten Krise, die unsere Welt jemals zu Gesicht bekommen hat, der Avatar zu sein, sondern trug ebenfalls die Bürde als letzter Luftbändiger. Der letzte Überlebende eines einst stolzen und wundervollen Volkes. Er trug die Last mit sich, Tag für Tag und gab sich die Schuld dafür, nicht da gewesen zu sein und seinen Leuten geholfen zu haben. Doch dann kamst du und alles änderte sich. Als wir herausfanden, dass du einer von ihnen bist und die Luftbändiger eines Tages nicht mit deinem Vater aussterben würden, waren wir mit Stolz erfüllt. Eine unglaubliche Last fiel deinem Vater endlich von den Schultern, was unser Glück nur verstärkte, dich in der Familie willkommen zu heißen. Die Tradition und Kultur der Luftbändiger wird durch dich weiterleben und nichts auf der Welt könnte deinen Vater glücklicher machen. Ich freue mich jetzt schon, dir zuzuschauen, wie du, genau wie dein Vater, zu einem jungen Mann heranwächst mit dem Unterschied, dass er für dich da sein und bei jedem Schritt deines Trainings unterstützen wird. Ich wünsche dir alles Gute, mein Sohn, dass du dir auf deinem Weg Erfahrungen, Wissen und Stärke aneignest, die dich deiner Verantwortung leichter akzeptieren und genießen lassen, ein Luftbändiger zu sein. Dein Vater und ich werden immer für dich da sein, bei jedem Schritt, den du in deinem Leben gehst. Vergiss niemals, dass wir dich beide immer lieben werden. In Liebe, deine Mutter. Mal abgesehen davon, dass ein Buch existiert, welches ausschließlich für Tenzin zusammen mit Aang, Katara, Toph, Sokka und Zuko geschrieben wurde, konnte man nicht nur perfekt heraushören, wie er als Stolz der gesamten Familie betitelt, sondern auch in gewisser Weise gezwungen wurde, das Vermächtnis von Aang fortzuführen und alles dafür zu geben, das Volk der Luftnomaden vom Neuen aufzubauen, was bei ihm oft zu extremen Stress, Leistungsdruck oder Versagensängste gegenüber seines Vaters führte und wir selbst in der Serie oft genug sahen, wie er langsam anfing daran zu zerbrechen, den Wünschen seines Vorbildes gerecht zu werden. Tenzin hatte nie die Möglichkeit, wie seine Geschwister seinen eigenen Weg zu gehen, geschweige denn ein Leben ohne aufgezwungene Verpflichtungen zu führen. Im Gegenteil, man kann eigentlich schon sagen, dass er ihn weniger als Sohn, sondern eher als Spiegelung seiner selbst ansah. Deswegen vermutlich auch Tenzins Scham zu beichten, dass er nie die Geisterwelt betreten konnte und trotz seiner jahrelangen Studien seinem Vater nicht das Wasser reichen konnte, was Spiritualität anging. Kurz gesagt, auch Tenzin hatte es trotz seiner engen Bindung zu seinem Vater nicht leicht und wurde von seinen Geschwistern dann auch noch damit aufgezogen, anstatt sich in ihn hineinzuversetzen und zu verstehen, dass es gar nicht sein, sondern Aangs aufgebundener Wille war. Man könnte jetzt sogar so weit gehen und sagen, dass er die Beziehung zu Lin beendet, weil er langfristig keinen Mehrwert in ihr gesehen hat und er lieber eine junge Nichtbändigerin angeln wollte, um sicherzustellen, dass er auch ja Luft und keine Erdbändiger bekommt, aber da schweifen wir glaube ich etwas vom Thema ab.
Schauen wir uns aber noch an, was Aang in seiner Position hätte besser machen können, beziehungsweise lasst uns ein Fazit ziehen, um dann überhaupt beurteilen zu können, ob er nun ein schlechter Vater war oder nicht. Da ich jetzt schon die Kommentare lesen kann, wie ich es überhaupt wagen konnte, so über unseren Aang zu sprechen. Faktisch gesehen ist Aang zwar der Vater dreier Kinder, aber auch gleichzeitig der letzte Luftnomade, der Verkünder einer neuen Ära, Mitgründer von Republika und immer noch der Avatar, der der Pflicht nachging, für Gleichgewicht auf der Welt zu sorgen und auch alles dafür tat, um den Frieden aufrechtzuerhalten, weswegen er es durch den damit verbundenen Druck und Stress natürlich auch nicht leicht hatte und sich vermutlich unbewusst oft die Frage stellen musste, ob das Wohl der einzelnen Personen oder das einer ganzen Nation überwiegt, sich dadurch mehr mit Tenzin befasste und so die anderen beiden eben den Kürzeren gezogen haben. Man kann es Aang einfach nicht übel nehmen, als letzter Luftnomade deren Kultur und Lehren erhalten zu wollen. Es ist sogar sehr gut nachvollziehbar, dass er seine komplette Aufmerksamkeit seinem dritten Kind schenkte und wenn wir schon beim Thema sind, er selbst kannte es dank den Sitten seines Volkes ja auch nicht anders. Aang musste in seinem Leben viele Prioritäten setzen, egal ob es nun seine Familie, die Verpflichtungen gegenüber der Welt oder eben seine Rolle als Avatar war, wodurch er unbeabsichtigt durch seine Abwesenheit vielen Leuten das Gefühl gab, nicht von ihm geliebt zu werden. Seine Kinder gingen sogar so weit, alles zu tun, um ihnen gerecht zu werden, im Kauf zu nehmen, daran zu zerbrechen, jedoch irgendwann akzeptierten, dass er nicht anders konnte und sie damit auch in Frieden abschließen konnten, auch wenn sie diese Last, die dadurch entstandenen Schuld bzw. Schamgefühle bis ins hohe Alter und noch Jahre nach Aangs Tod begleitet hat. Während er Kaya und Bumi vernachlässigt hat, verlangte er von Tenzin zu viel, wenn nicht sogar Unmögliches, was die positive Väterlichkeit seinerseits absolut schrecklich wirken und ihn dadurch in ein schlechtes Licht rücken lässt. Aber kommen wir zum Fazit. Ob Aang nun wirklich ein schlechter Vater war oder nicht, liegt wohl im Auge des Betrachters, aber wenn man eins sagen kann, dann, dass Tenzin zu 100% bevorzugt behandelt wurde, was man nicht nur in der Serie des Öfteren sah, sondern auch an einem Buch, welches alleine für ihn geschrieben wurde. Logisch gesehen hat er sehr weise gehandelt und ist dafür verantwortlich, dass es nun mehrere Luftbändiger gibt, die die Lehren der Altvorderen weitergeben können und auch, dass sein Nachfolger eine vernünftige Ausbildung genießen durfte, weshalb er die Vernachlässigung seiner anderen Kinder eben in Kauf nehmen musste. Aang war und ist ein extrem gut geschriebener Charakter, wo man nichts aussetzen kann, aber dort wo Licht ist, fällt auch Schatten und zeigt, dass nicht alles immer perfekt ablaufen kann, egal wie viel Mühe man sich gibt, was er vermutlich am besten zu spüren bekam und mit Sicherheit auch den Schöpfern so ging, die uns nicht den perfekten Aang aus unseren Erinnerungen oder Vorstellungen zurückgegeben haben, sondern seine Vaterrolle mithilfe der verschiedenen Perspektiven seiner Kinder, die bei uns Zuschauern genug Spielraum für Eigeninterpretationen offen lassen, gestaltet haben. Aber was sagt ihr dazu? Was haltet ihr von der ganzen Thematik und wie fandet ihr dieses etwas anderes Video, was schon fast zu einer Analyse wurde? Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, etwas hinter die Kulissen zu schauen und auf ein Thema einzugehen, was in der Welt von Avatar immer ein bisschen untergegangen ist. Was nicht heißen muss, dass ich damit persönlich noch keine Erfahrungen gemacht habe und ihr vielleicht auch. An der Stelle muss ich mich auch riesig bei Feuerflo, Satsumi-san und Naya für die Hilfe bedanken, da das Video ohne die drei gar nicht möglich gewesen wäre. Und ich mich echt freuen würde, wenn ihr mal deren Kanäle abcheckt. Sind auf jeden Fall in der Infobox verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und da ihr das Game kennt, postet doch mal den Familien-Emoji in die Kommentare, um zu wissen, wer mit mir so die letzten Minuten verbracht hat. Ich leite euch jetzt noch links zu meinem letzten Video, rechts zur aufgezählten Playlist, in die goldene Mitte, um mich zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und ciao!